Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wer die Kommentare vieler hessischer Eltern in den sozialen Netzwerken wahrnimmt, die Schreiben der Eltern und Verbände, wer die gestrige Kundgebung vor der Staatskanzlei verfolgt hat, Kollegin Lisa Gnadl hat ja gerade schon etwas dazu gesagt, oder auch den offenen Brief der Kinderbeauftragten aus Frankfurt liest, kommt zu dem eindeutigen Fazit. Die schwarz-grüne Landesregierung hat Eltern, Erzieher und Kinder maßlos enttäuscht. Seit Wochen gibt es Hinweise aus der Wissenschaft, von Elterninitiativen, Gewerkschaften, Kinderschutzbund und vielen anderen, dass es nicht nachvollziehbar ist, warum fast alles wieder öffnen darf, aber es keine Priorität für frühkindliche und schulische Bildung gibt. Wochenlang hat Sozialminister Klose mantraartig betont, dass alles mit dem eingeschränkten Regelbetrieb ab dem 2. Juni zum Besseren gewendet würde. Und dann geben Sie letzte Woche eine Pressekonferenz, die das genaue Gegenteil belegt. Ihr sogenanntes Konzept bedeutet schlicht und ergreifend, dass sich das Land zurücklehnt. Frau Gnadl hat es gesagt und die komplette Verantwortung an die Kommunen delegiert. Sie hatten so viel Zeit, sich Gedanken über eine Wiedereröffnung zu machen. Herausgekommen ist aber nichts. Sie hatten die Möglichkeit, mit den Trägern ein Konzept zu erarbeiten, dass aber nur die kommunalen Spitzenverbände mitreden dürfen und da auch nur einzelne Interessen berücksichtigt wurden. Das ist wirklich ein Skandal. Sie können nicht sagen, wie hoch die Betreuungskapazitäten in den Kitas sind. Deswegen sind Sie nicht in der Lage, Aussagen zu Maximalgrößen von Gruppen zu treffen oder auch, wie in Thüringen zum Beispiel, Maßgaben zu geben, in wie viele Kinder wie viel Raum beanspruchen. Sie wagen es nicht einmal, eine klare Empfehlung auszusprechen, dass Erzieherinnen und Erzieher, die zu Risikogruppen nicht beschäftigt werden sollen. Die betroffenen Kolleginnen und Kollegen müssen sich jetzt allein mit der Situation und ihrem Arbeitgeber auseinandersetzen, ohne ihre Unterstützung. Die Eltern, die sich auch dank der von der schwarz-grünen Landesregierung zu verantwortenden Öffnungsreihenfolge, zuerst die Autohäuser, dann die Shopping-Malls, dann die Tattoo-Studios und die Biergärten, immensen Druck von Seiten der Arbeitgeber ausgesetzt sehen, wissen nach ihrer Pressekonferenz und nach ihrem angeblichen Konzept genauso wenig wie zuvor, wie sie nächste Woche ihre Arbeitssituation überstehen können. Aber ich möchte jetzt auch keine Einrichtungsleitung sein. In den Einrichtungen laufen aktuell die Telefone heiß, weil Hunderte von Eltern sich erkundigen, ob ihr Kind ab dem 2. Juni eines der Glücklichen ist, das wieder in die Einrichtung kommen darf. Und die Einrichtungsleitungen wissen, haben darauf keine Antworten, weil sie sich geweigert haben, dafür irgendwelche Standards und Rahmenbedingungen auch vorzugeben. Und es ist unverantwortlich, dass sie die Träger, die Erzieherinnen und Erzieher und vor allem die Eltern und die Kinder schlicht im Regen stehen lassen. Man kann ja nicht sagen, dass es keine Konzepte gibt. Es gibt eine Vielzahl von Vorschlägen. Es gibt den Vorschlag von Verdi, der hohe Ansprüche an den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Kolleginnen und Kollegen stellt. Es gibt Vorschläge wie das Positionspapier der vier medizinischen Fachgesellschaften aus der vergangenen Woche, die fordern, wieder alles aufzumachen, weil sie Kindern und Jugendlichen ein deutlich geringeres Infektions- und Übertragungsrisiko zusprechen. Aber auch der Virologe Drosten spricht sich für die Öffnung der Kitas und Schulen aus. Und es gibt die Konzepte aus den verschiedenen Bundesländern. Das ist wirklich nur eine kleine Auswahl. Auch die Opposition hat Konzepte vorgelegt. Wir haben unseres schon vor vier Wochen vorgelegt, aber das tut uns leid, die Landesregierung ignoriert das völlig alles und leistet sich keine eigene Position dazu. Hätten Sie vielleicht auch einmal den Blick in die anderen Bundesländer gewagt, dann wäre Ihnen noch etwas aufgefallen. Es ist durchaus machbar, dass die Elternbeiträge für die geschlossenen Kitas als Land vom Land übernommen werden können. Ich nehme mal nur unsere direkten Anrainer. Thüringen hat die Beiträge komplett übernommen. Bayern hat sie übernommen. Baden-Württemberg zahlt 100 Millionen € an seine Kommunen, damit diese die
die Beiträge überlassen können. Und in Rheinland-Pfalz gibt es die fast komplette Beitragsfreiheit bereits. In Hessen hört man nur von der Landesregierung, dass sie den Kommunen, die es nicht mit ansehen konnten, dass die Eltern so unter Druck stehen und ihnen dann noch dafür Geld abzuknöpfen, dass sie den Kommunen die Forderung, dass sie auf eine große Halde kommen und man mal schauen können, was davon finanziert ist. Geben Sie endlich die Zusage, die Elternbeiträge für die Corona-Monate aus originären Landesmitteln zu übernehmen. Und natürlich haben wir von der Landesregierung keine Detailplanung erwartet. Aber wer wäre es denn gewesen, z.B., wenn Sie sich zu einem zeitweisen Aufenthalt in Kitas geäußert hätten, wenn Sie Empfehlungen ausgesprochen werden, dass die Kinder in der Schuleingangsphase bevorzugt wieder aufgenommen werden sollen. Aber den Trägern hier die Entscheidung aufzubürden, das führt nicht zu Chancen- und Bildungsgerechtigkeit, sondern zu Willkür, die am Ende noch zahlreiche negative Folgen hat. Ich will Ihnen nur ein Beispiel dafür geben für die negativen Folgen. Nehmen wir einmal ein mittelständisches Unternehmen, in dem drei junge Mütter mit Kindern im Kita-Alter normalerweise in Vollzeit beschäftigt sind. Ich sage mit Absicht Mütter, weil wir wissen, dass die Frauen in dieser Krise überproportional viel Sorgearbeit zulasten von Erwerbsarbeit leisten müssen. Mit Blick auf die nächste Woche kann jetzt eine Mutter der Personalabteilung mitteilen, dass sie wieder voll einsteigt. Eine andere sagt, dass sie ihre Kita drei Tage die Woche nutzen kann. Die andere muss sich mit Heimarbeit und Kinderbetreuung muss Heimarbeit mit Kinderbetreuung vereinbaren, was ja bekanntlich nicht geht. Das wissen wir ja, weil die Kita sie zufällig nicht ausgewählt hat. Jetzt kommt die erwartete Rezession und die Geschäftsleitung muss Personal oder will Personal abbauen. Welche der Mütter geht voraussichtlich in die Erwerbslosigkeit? Das können Sie sich jetzt an drei Fingern abzählen. Oder nehmen Sie einmal an, es steht eine Beförderung in demselben Unternehmen an. Welche der drei Frauen wird befördert? Keine, weil ein Mann den Job bekommt, der erfolgreich seiner Frau in den vergangenen Monaten den größten Teil der Sorgearbeit aufdrücken konnte. Das ist die Realität. Das ist die Realität, die viele Frauen durch diese Krise verstärkt erleben. Wir erleben einen massiven Rückschritt in der Emanzipation der Frauen, eine unfreiwillige Rückkehr der Geschlechtertrennung in der Arbeitswelt. Selbst dort, wo Partnerinnen und Partner mit und ohne Kindern dies bisher anders gelebt haben und die sich dieser Widersprüche bewusst sind, erleben wir genau diese Tendenz. Und Ihr Umgang mit den Themen Kita und Schulöffnung verstärkt diese Entwicklung deutlich, und das regt mich wirklich maßlos auf. Das Wichtigste dabei sind aber die Kinder. Sie müssen aktuell ganz viel Ungewohntes erfassen. Was ist denn dieses Corona-Monster? Warum darf sich Oma und Opa nicht sehen? Warum laufen Papa und Mama und alle anderen mit komischen Masken rum? Warum durfte ich die ganze Zeit nicht auf den Spielplatz? Und wo sind meine Freunde aus der Kita die ganze Zeit? Während viel über Grundrechtseinschränkungen aktuell diskutiert wird, fallen die Kinderrechte absolut komplett hinten runter. Gelten denn die Rechte der Kinder auf umfassende Bildung, auf Beteiligung, auf körperliche Unversehrtheit und auf soziale Sicherheit in Hessen noch? Ich möchte dazu noch einmal auf den eingangs erwähnten Brief der Frankfurter Kinderbeauftragten hinweisen, der die Position des Kindes in der aktuellen Situation deutlich herausstellt. Vielleicht wäre diese Perspektive in Hessen auch deutlicher wahrnehmbar, wenn nicht seit einem Jahr die Stelle der Kinderrechtsbeauftragten unbesetzt wäre. Eine weitere Leerstelle in dieser Landesregierung. Kinderrechte nur in die Verfassung zu schreiben und sie dann zu ignorieren, ist kinderfeindlich. Im offenen Brief aus Frankfurt wird vollkommen zu Recht darauf verwiesen, dass in der aktuellen Situation wieder Kinder zu Objekten degradiert werden und nicht in ihrer Subjektposition wahrgenommen werden. Wir wissen, dass aktuell die Zahl der Kinder, die Gewalt erleben, deutlich zugenommen hat. Kinder und Jugendliche können gewalttätigen Situationen im häuslichen Umfeld viel schlechter aus dem Weg gehen. Eltern, die über eine eingeschränkte Resilienz verfügen, drohen, familiäre Konflikte gewaltsam beenden zu wollen.
Und das ambulante Gewaltschutz- und Unterstützungssystem noch dazu war zu Beginn der Krise oder ist immer noch weitgehend lahmgelegt, weil Schutzmaterialien für die Beschäftigten fehlen oder am Anfang deren Kinder nicht in die Notbetreuung gehen durften. Noch heute sind viele Fachkräfte der Jugendämter zur Verstärkung der Gesundheitsämter abgeordnet. Das alles wird natürlich dadurch verschlimmert, dass Kitas und auch Schulen, die einen wesentlichen Beitrag zum institutionalisierten Gewaltschutz liefern, weitgehend geschlossen sind. Eine klare Empfehlung für einen zeitweisen Besuch der Kita wäre so wichtig, damit möglichst zeitnah viele Kinder wieder mit außerfamiliären Bezugspersonen in Kontakt kommen und Gewaltschutzkonzepte wieder besser greifen können. Herr Klose, Sie haben ein Konzept verkündet, das keines ist. Sie haben dieses lediglich mit kommunalen Spitzenverbänden vereinbart. Sie haben niemanden sonst beteiligt, weder Eltern noch Träger und schon gar nicht die Kinder. Sie haben deutlich gemacht, dass Ihnen Autos und Biergärten wichtiger sind als Kinder. Das ist eine Bankrotterklärung für eine schwarz-grüne Regierung. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Mein letzter Satz. Beenden Sie Ihr Versteckspiel. Schaffen Sie die notwendigen Rahmenbedingungen, damit alle Kinder einen gerechten Zugang zum hessischen Bildungseinrichtungen haben. Vielen Dank.